In diesem Video packe ich den Kalle von Trittbrett aus, erkläre, warum ich auf der Verpackung bin und baue den E-Scooter zusammen. So, der Kalle steht jetzt hier vor mir, bei mir im Büro im Karton, den habe ich so bekommen. Der passt gerade so in den kleinen Wagen rein. Bisschen größer, als ich eigentlich gedacht habe. Und vorne einfach halt klar, der Kalle selber. Straßenzulassung, ganz wichtig logischerweise. Hat eine Batterie von LG. Reichweite bis zu 30 Kilometern. Kommt natürlich auf das Gewicht an, wie schwer man ist, wenn man da drauf steht. Leichtgewichte fahren halt 30 Kilometer, ich wahrscheinlich nur 20. Höchstgeschwindigkeit 20 km/h, ist natürlich auch gedrosselt, aber irgendwann ist Schicht, weil wir dürfen nicht schneller in Dortmund, in Deutschland. Und leicht und kompakt, das werden wir mal sehen. Also leicht ist er auf jeden Fall erstmal nicht. Ganz witzig ist halt, ich drehe es mal um. Dass ich hier auf dem Karton bin. Kleine Geschichte dazu. Die Kollegen von Trittbrett hatten mich letzten Sommer zu einem Shooting eingeladen, wo ich den Prototyp testen konnte und Fotos gemacht für eine Präsentation und fanden die Fotos so gut, dass sie sie zumindest auf die Rückseite, auf den Karton gepackt haben. Finde ich ganz witzig. Das zeigt zumindest, dass der Scooter ein bisschen Gewicht aushalten kann. Und soweit, so gut. Ich drehe nochmal um zur Seite. Hier an der Ecke hinten steht noch drauf, klar, ist das Modell Kalle, ist ein Kalle drin. Das Gesamtgewicht ist 15,5 Kilo und das Nettogewicht ist 12,8, also 15,5 ist alles zusammen. Der Kalle selber dann entsprechend ein bisschen weniger. Maße sind 1110 mm mal 155 mm mal 570 mm. Unten steht noch die FIN-Nummer. Ich sage immer, das ist die Fahrgestellnummer. Ist wahrscheinlich nicht der richtige Ausdruck, aber die braucht ihr, wenn ihr den anmeldet, weil ihr müsst den ja anmelden für eine Versicherung. Ja, und ansonsten hier oben zwei Klappen. Und da packen wir den jetzt mal aus. So, ich mal reingucke, dann haben wir halt einmal hier logischerweise die Anleitung. Man muss auch noch ein bisschen schrauben, das wusste ich schon vorher. Dann gibt es noch ein Formular und natürlich ein Datenblatt, wo auch nochmal die Fahrgestellnummer drauf ist, also die FIN-Nummer. Und die könnt ihr dann halt, wie gesagt, benutzen, um den bei der Versicherung anzumelden. Ja, und jetzt versuche ich den mal irgendwie hier rauszuhebeln. Hier oben ist das Netzteil noch, einfach mal zur Seite gelegt. Ja, ich glaube, den muss man wirklich komplett raushebeln. Das ist gar nicht so einfach. So, der Karton ist leer. Den stellen wir mal zur Seite. Und dann haben wir hier schon den Kalle. Ich mache mal die Styropor-Ecken ab. Wir sehen schon, die Lenkstange, die muss man noch montieren. Das ist aber auch logisch, weil sonst wird er nicht in den Karton passen. Und jetzt haben wir den hier liegen. Ich würde sagen, den stellen wir einfach mal hier auf dem Schreibtisch auf. Und machen einmal hier die Folie ab. Und das müsste ja relativ einfach gehen. So verriegelt man den, damit man den später halt auch transportieren kann. Ja, da steht er erstmal und sind auch noch ein paar Schutzfolien dran. Normalerweise macht man die am Ende wahrscheinlich immer ab.
Ich bin da immer ein bisschen unkonventionell. Ich mag das Folie abziehen und mach's direkt. Hier vorne haben wir die Lampe, die müssen wir noch montieren, wie es ausschaut. Aber wahrscheinlich ist das Wichtigste erstmal die Lenkstange zu montieren. Und ich glaube, dafür hole ich mir den etwas runter. Und mache erstmal alles ab, was hier oben dran ist. Nur noch ein Kabelbinder. Und dann haben wir die Lenkstange, eine ganze Menge an Kabeln, da ist logischerweise die Bremse dran, die gesamte Steuerungselektronik und auch der Gashebel, die müssen wir hier reinschieben. Ihr merkt schon, es ist halt wie üblich, es gibt eine Anleitung, aber so wie wir sind, ne, lesen wir die natürlich nicht, sondern denken einfach, wir wissen, was wir hier tun. So, das Kabel reindrücken ist ein bisschen hakelig. So, aber das sieht schon mal gut aus. Dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal, was wir hier noch dabei haben. Das ist die Betriebsanleitung. Dann haben wir einmal die Halterung für eine Tragetasche, aber auch gleichzeitig die Verriegelung, wenn man den Kalle eingeklappt transportieren möchte. Wir haben hier noch eine Handyhalterung, die ist erst ein bisschen ungewöhnlich, wie ich finde, als komplett Gummi. Schauen wir uns später mal an. Wir haben logischerweise das Netzteil, damit der Kalle auch mit Strom versorgt wird. Ein Adapterstück, um die Reifen aufzupumpen, ganz normal an der Tankstelle. Das ist dann wohl ein bisschen hilfreicher, als wenn man versucht, das Teil fürs Auto irgendwie direkt in den Reifen unten zu bekommen. Das schauen wir uns dann an der Tankstelle mal an. Und wir haben ganz viele Schrauben und 4 Imbusschlüssel, die wir hier auf die Anleitung legen können. Damit wissen wir immer, welcher Imbusschlüssel für welche Schraube verwendet wird. Denn das steht oben auch in der Anleitung. Und dann haben wir entsprechend einen Satz Schrauben und eine Unterlegscheibe. Und wenn wir die Anleitung durchgehen, dann müssen wir als erstes die Lenkstange montieren, die festschrauben. Und da wird dann gesagt, wir müssen die beiden schwarzen Schrauben nehmen, A1, und diese mit dem Imbusschlüssel A verschrauben. Der passt auch. Imbusschlüssel ist halt immer so eine Sache. Ja, es ist ganz nett, dass das Werkzeug dabei ist, ähnlich wie bei IKEA. Die sind nicht immer so geil zu handhaben. Daher, wenn man öfter mal was zusammenschraubt, dann sollte man sich vorbereitet haben. Das habe ich auch. Und ich nehme hier einen Imbusschlüssel, der hoffentlich passt. Das ist der kleinste, der in der Box drin ist. Und der passt auch genau. Und dann habe ich einen Schraubendreher. Und jetzt kann ich viel besser schrauben, als wenn ich den Imbusschlüssel verwenden würde. Dann arretieren wir nochmal die Lenkstange genau auf die Löcher. So, hier sind die vorderen drin. Als nächster Punkt, dann nehmen wir die beiden silbernen Schrauben, A2, passen mit dem gleichen Imbus, das ist schon mal gut, und machen damit jetzt den Haken fest. So, das mache ich einmal von der anderen Seite. Da legt man am besten schon mal eine Schraube in den Haken rein. Und der Haken sitzt. Der nächste Schritt. Nach dem Fixieren der Lenkstange müssen die Bremse und der Gashebel noch fixiert werden. Und dafür nimmt man Werkzeug B. Da kann man zum Anziehen durchaus einfach den Imbus nehmen. Am besten stellt man sich dann einmal so drauf, guckt, wie man am besten an Bremse und an die Klingel kommt.
So, das ist für mich ganz gut. Dann geht man da drunter. Und zieht den Imbus einmal fest. Hier ist er eigentlich ganz gut, weil wenn man den halt so verwendet, dann hat man ein bisschen Druck und kann die Hebelwirkung nutzen. Und ähnlich schaut es auf der anderen Seite an. Da braucht man aber wieder einen anderen Imbusschlüssel. Und zwar den D, glaube ich. Nee, den A. So. Und auch hier gilt wieder, man schaut am besten, wie man hinterher sein Gas geben möchte, wenn man fährt. Und gefühlt ist der Abstand zwischen der Bremse und dem Gashebel relativ ähnlich, zumindest bei mir, bei meinen Händen. Und dann wieder von unten ran. Einmal so grob anziehen. Nochmal gucken. Ah, ich würde den vielleicht noch einen Tick höher setzen. Ihr müsst halt immer überlegen, dass ihr, wenn ihr Vollspeed fahrt, ja die ganze Zeit den Gashebel ein bisschen runtergedrückt habt. Und das müsste dann einfach ganz gut für euch sein, wenn ihr euch vorstellt, so fahrt ihr. Aber ihr könnt es später immer wieder justieren, das ist das Gute an der ganzen Kiste. Und auch wieder dann einmal schräg halten, Hebelwirkung und festziehen. So. Und ansonsten einfach dann später, würde ich mal sagen, fahren, gucken und zur Not einfach nochmal neu justieren. Hier oben haben wir nochmal eine Folie auf dem Display, die mache ich einfach mal direkt ab. Profis schaffen es in einem, ich in zwei. So, jetzt packen wir den einmal nochmal auf den Tisch, denn wir müssen uns jetzt um die Beleuchtung kümmern. Mal hier Platz schaffen. Und die Beleuchtung ist hier unten. Da könnte man jetzt auch noch mal drüber philosophieren, warum die nicht schon dran ist. Aber da kann ich auch noch ein bisschen nachvollziehen, wenn die nach vorne rausguckt als Element, ist vielleicht beim Transport nicht so toll und da könnte was passieren. Von daher alles gut. Und die Schraube werden wir auch noch schaffen. Dafür brauchen wir die Unterlegscheibe auf jeden Fall. Und die Schraube mit der Nummer A3. Die Unterlegscheibe kommt von oben drauf. Ja. Ein bisschen Kabel rausziehen. Also das Kabel hat auf jeden Fall Luft, das kann man an der Seite rausziehen. Und dann einfach mal wieder vorsichtig anziehen. Nochmal festziehen. Und später einfach gucken, dass der Lichtkegel entsprechend auf der Straße da aufkommt, damit ihr seht, wo ihr langfahrt. Und das war es im Prinzip schon. Der Kalle ist soweit fertig. Wo er jetzt schon gerade auf dem Tisch steht, kann ich einmal mal zeigen, wenn ihr den transportieren wollt, dann drückt ihr hier den Hebel runter, zieht ihn auf, zieht ihn zurück, drückt das Schutzbleck zurück, Schutzbleck wieder hoch, dann rastet der so ein bisschen ein und dann könnt ihr den tragen. Er hat natürlich ein bisschen Gewicht. Aber so ist er ganz handlich, so kann er eventuell auch in den Kofferraum, wenn er mit dem Auto irgendwo hinfährt, erstmal und den später für die letzte Meile nutzt oder mit in Bus und Bahn nehmen. Ja, das ging eigentlich relativ zügig. Super ist natürlich, wie gesagt, wenn man halt sein Werkzeug dabei hat. Und jetzt können wir uns den noch einmal angucken. Wir haben hier vorne entsprechend die Luftreifen, wo auf der anderen Seite das Ventil ist, wenn man nochmal Luft drauf packt. Wir haben hier das Trittbrett, was schön gummiert ist, auch mit Trittbrett-Logo und Beschriftung. Das ist immer noch relativ klein, das werden wir uns beim Fahren nochmal angucken. Das hatte ich damals beim Prototypen schon ja, als kleinen Mängel für mich erkannt. Allerdings, dadurch ist er natürlich in der Breite auch weitaus kompakter, wenn man ihn transportieren möchte, hat alles seine Vor- und Nachteile. Hinten auch nochmal ein Reifen, der
eigentlich schon ganz gut Luft hat, aber den man dann natürlich nochmal prüft vor der ersten Fahrt. Schutzblech, hinten ist gleichzeitig eine Rücktrittbremse. Also man tritt drauf, entsprechend hier, und dann bremst man damit auch. Die Handbremse vorne bremst das vordere Rad ab, gleichzeitig auch eine Motorbremse. Also je nach Definition hat der Kalle drei Bremsen. Hinten Nummernschildhalter, und dadurch, dass ich den Kalle schon angemeldet habe, kann ich jetzt direkt das Nummernschild hinten draufkleben. Und dann müssen wir ihn eigentlich nur noch laden, und dann kann man die erste Testfahrt machen. Ich bin gespannt. Und jetzt müssen wir den Kalle laden, und der wird hier vorne geladen. Und dafür haben wir das entsprechende Netzteil, und da vorne haben wir eine entsprechende Steckdose, wo wir ihn jetzt hinpacken. Ganz normaler Euro-Stecker. Da rein. So, der Kalle, der lädt jetzt erstmal, bis er vollständig geladen ist, und dann mache ich eine Probefahrt, und da seht ihr meinen Test dann im nächsten Video.